Digga, die Leute haben doch alle was gesehen, Alter. Was ist das für eine gottlose Nachricht, Alter? .com. Dachte ich bin im neuen Top, war aber noch im Chat, sorry. Travis ist cool, okay, Travis ist doch nicht gut. Travis ist ein HS. Schizophrenie, Boss! Chataroni, es ist mal wieder Zeit für eine weitere Folge von Entbannungsanträgen, ja. Die Anträge sehe ich hier, Unbann-Requests. So, die machen wir mal schön groß. Okay, Leute, wir gehen rein. Entbannungsanträge, wir schauen direkt mal rein. Was haben wir hier? Der Typ ist gebannt worden, weil er vor 14 Minuten hat einen Entbannungsantrag gestellt für InstaFrido38. Hat hier sein Instagram promoted. Ich werde dir niemals folgen. Der wird auf jeden Fall schon mal nicht entbannt. Was hat der Bro hier geschrieben? Kawaii, 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 glaub mir. Kawaii, 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 Kawaii. Kawaii ist komplett krank. Ja, moin. Joa, krank. Schau dir Joa an. Moin, Joa. Joa. Revi reagiert auf Moin, Joa. Guck Moin, Joa. Moin, Joa an. Guck Moin, Joa an. Der hat es immer wieder geschrieben. Ich glaube, Revi sollte... Ja, ich glaube... Und dann, okay, er hat die ganze Zeit Werbung gemacht für so einen Kanal. Moin, Joa. Und dann schreibt er auf einmal, ich glaube, ich sollte Revi mal die Brille aus der prügeln. Dann darf der in meinen Keller meine Wäsche bügeln. Ab dafür, Dicker, ab dafür. Ich hab keine Brille, du hast gelogen. Der Typ hat hier einfach Perspektive am geschrieben. Nee, nee, komm, du wirst nicht entbannt. Hat hier Werbung für seinen Kanal gemacht. Lappenmod, gönnt's gar nichts. Zeigen wir mal seinen Kanal. Hamster Gang Forever. Das ist mehr als peinlich, oder? Shortbite nutzt seine Rechte aus, weil Shortbite kacke ist. Ich wurde gebannt. Hi, 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 hi. Er hat recht. Shortbite ist kacke. Er hat vollkommen recht, er wird entbannt. Ich hab gar nichts gemacht. Veto, Veto, kaufe ich Veto ab, Veto, Veto Prime, Instagram/Unge. Der hat Werbung für den Instagram-Kanal von Unge gemacht und wurde dafür gebannt, Digga. Er möchte unbanned werden, weil Free Simon Unge. Okay, Free Simon Unge. Er hat nur Werbung für Unges Instagram-Account gemacht. Das lasse ich ihm durchgehen, Digga, das lasse ich ihm durchgehen. Wieso hat Montana Black 38k Zuschauer und du nur 3k? Wieso... Paluten-Situation mit 16k schau. Uff. Ah, Digga, so einer ist. Paluten hat mehr Zuschauer als du. Ich bin hässlich und ich bin stolz. Vater, ich habe gesündet. Okay, Digga. Salam alaikum. Nein, Digga. Hi, Servus Revigang. Nicer Song. Hype, Timer in die Musik. Nice, nice. Kann mich jemand bannen? Bann mich. Bann mich. Moin, moin. Hab grad Revis Video mit deinen Bannungsanträgen gesehen. Genau, Kuss auf die Nuss. Ach so, der wollte nur gebannt werden fürs Video? Ach so. Du wolltest also nur fürs Video gebannt werden. Naja, dann bleibt's dabei. Alaikum salam, Digga. Und nicht entbannt. Let's go. Yo, meint, das Tor ist wegen Kroko kaputt gegangen. Yo, meint, alles in Ordnung. Geh dich vergraben, du dreckiger Hund. Du verdirbst das ganze Projekt. Hör auf mit Create, du machst alles kaputt, du widerliche Sau, du. Er wird nicht geunbannt und kriegt einfach ein Hahaha reingedrückt und nicht unbannt. Man darf nur Deutsch oder Englisch schreiben. Du Bastard. Bann mich. Bann mich. Piss dich nun. Fortnite, Knossi. Alright, Digga. Alright. Alright. Also hier hat er recht, aber Digga, piss dich. So ein Fortnite Knossi. Alles klar, wird nicht entbannt. Diesmal bin ich ein bisschen härter drauf, ihr seht das. Wie schnell wird man hier gebannt, ihr Hahaha. Was für ein Winter! Jetzt sicherlich eine gute Ausrede. Hallo, liebes Revinzer-Team. Meine PS5 hat meine Katze gegessen und daraufhin ist der Backofen abgebrannt und mein Hund ist gestorben. Mein Hamster mit 5 Beinen und 7 Armen hat ihn gerettet und das geschrieben. Nee, Spaß, alles gut. Tut mir leid, dass ich alles geschrieben habe. Ich bin ein Fan von Revi und wollte einen Entbannungsantrag-Video. Ich wollte wissen, wie gut die Mods sind. Und ja, jetzt werde ich es nicht mehr tun. Danke für deine guten Jahre. LG Luca. Luca, wie schnell wird man hier gebannt? Antwort: Ja. Du bist nicht entbannt, Luca. Hau rein. Diesmal bin ich echt hart, Leute. Shit, Mann. Monte, hast du recht. Du bist der schlechteste Streamer. Immerhin besser als der Vive. Lel, bann mich, du Knechterhaar. Danke, du geiles Opfer. Mach mal ein bisschen Werbung für mich. Ha. Revi, du bist der... Lass dir auch einen No-Homo, du weißt. Haha. Nee, Dicker. Du hast locker ekelhaften Mundgeruch und schlimme Zähne. Nee, ich gönne dir kein Prime. Revi, bann mich. Revi, bann mich, bitte. Ich verstehe nicht, wieso ich hier einfach gebannt werde. Ja, genau, ja. Wir sind doch fast wie Brüder. Ich will nicht gezwungen sein, Papa Plato oder Trimax zu schauen müssen. Bitte, Redimons, hab dein Herz für Berik. Ein Herz für Berik, aber wir sind keine Brüder.
Komm, anbenden, scheiß drauf. Panische Liebe im Bett, deine Zahnlücke ist größer als mein Penis. Oder ich schwöre, Weife sein. Guten Tag, King. Pönis. Revi, du bist ein Bart. Dir gehört das. Trimax ist cool. Okay, Trimax ist doch nicht cool. Trimax ist ein HS. Oh. Schizophrenie, Boss. Ich hasse gerade. Welcher Hurenmod hat mich getimed? Die Antwort. Baller, es tut mir voll leid. Mein gestonter Kanarienvogel hat meinen dicken Hamster gefressen. Ich bin gerade voll traurig und betrunken. Kann mich bitte wieder entbannt werden? Ich bin immer einer lieb. Please, please. Digga, alles klar. Komm, mit Unban, mit einem Halsmaul. Komm, ganz ehrlich, Digga. Oh, dem gönnen wir. Hast du gestern meinen Sch... genutscht. Created 28. Januar 2021. Sorry, war jung und dumm. Ach, Lack, kannst du mich PS, kann ich trotzdem einfach so in ein Bannungsanträge-Video kommen und mache jetzt wirklich keinen Diss draus oder so und okay. Digga, ab dafür. Nicht entbannt. Einfach Trimax ins Wasser gefallen. Seit wann sieht einfach Apollette der echte? Leroy wird... Digga, was? Junge, was? Bist du dumm? Schau mal auf Porn vorbei. Ihr seid alle Schwammlutscher. War nur Spaß, der Arcani Pepega. Ich bin aus der Klapse ausgebrochen, war nur ein Versehen. Brasilien, Younghorn. Digga, die Leute haben doch alle was gesoffen, Alter. Die sind doch alle komplett drauf. Die sind doch alle komplett drauf, sind die. Was ist das für eine gottlose Nachricht, Alter? Wegen Younghorn kriegst du den Anmann, du. Dachte ich, bin im neuen Top. War aber noch im Chat, sorry. Digga, er will einfach sich fett weg und sagt, oh nein, ich dachte, ich bin noch im, ich bin in einem neuen Top, ich war aber noch im Chat, sorry. Enjoy und chatten wieder, Bruder. Digga, der kriegt auf jeden Fall einen fetten Anbein, Alter. Der ist auf jeden Fall wieder back am Start, natürlich, klares Ding. Revi, ich liebe dich, Revi, ich liebe dich, Sebastian, sau nice, Single vergeben, traurig sein, weil niemand meine Videos anguckt. Unban Request, Vive ist fett. Du hast recht. Wird geunbannt, weil er die Wahrheit spricht. Okay, was haben wir hier? Please ban Mods. Okay, einfach ungerecht, diese Moderatoren viel zu leicht zu bestechen. Mit den 5 Dollar können die gerade mal einen Kinderdöner leisten. Empfehle Moderatoren zu Unmoderatoren zu machen. Deny, was Bruder? Alles klar, Digga. Wir haben die Bans auf jeden Fall absolut weggearbeitet, meine Freunde. Das war mal wieder sehr, 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 sehr wild, Junge. Wundert euch nicht, dass es so wenig waren. Es waren eigentlich deutlich mehr von den Dingern, aber... Ja, was soll ich sagen einfach? Wir haben netterweise durch die Mod schon sehr viele wegeliminieren können an Bans. Da war so viel kranker Scheiß dabei, Alter. Seid froh, dass ihr sich alles sehen musstet. Wirklich, also das, war nicht köstlich schmöstlich. Das war schrecklich mächtig. Das war gar nicht geil, war das. Nee, klar. We'll be right back.